Guten Morgen. Erst einmal ein paar kleine Eindrücke von vorgestern. Also, bei Wasser jetzt, das sind die Flüssigkeiten, muss ich jetzt wieder auskennen. Also mehr als einmal gebrochen und Durchfall gehabt oder nur das eine Mal jetzt? Und wir haben uns mal belesen, also es reichen da wohl schon 5 Samen aus, damit man so eine Vergiftung bekommt. Und ich denke mal, 2 Hansen ist schon mehr als 5 Samen. Deswegen würde jetzt ein Doktor gleich nochmal kommen und sich das mal angucken. Ja, sehr gut. Genau. Danke. Ja. Hab schon gehört? Da ist die Notärztin. Da würde ich Sie jetzt mal mit ins Krankenhaus nehmen. Weil die Ampulle bis Kopalin haben Sie schon angebrochen? Haben Sie schon. Wie gesagt, das ist jetzt mal krampflösend. Also ich muss Sie wirklich nochmal darauf hinweisen. Ich gehe davon aus, dass es beim Durchfall und Erbrechen schon teilweise das raus ist. Ein Teil, der schon verdaut ist, der sicherlich schon quasi mit Zwischenprodukten dann in der Blutbahn, und deswegen macht es ja diese Vergiftungserscheinungen. Ja. Also Sie müssen ausreichend trinken. Wenn Sie Erbrechen haben, Durchfall kann ja teilweise mit Blutbeimengen, also beigemischt sein, weil Schleimhaut angegriffen wird, also durch diese ganze Reizung und Entzündung. Wenn es jetzt mal dazu kommt, dass dann auch einfach akut Zustand sich verschlechtern sollte, dass Sie jetzt mal Doppelbilder sehen, Schwindelgefühl jetzt mal verstärkt, dass Sie dann weiterhin schwallartig erbrechen und Durchfall haben, können nicht mehr trinken und, müssen Sie sofort anrufen. Also im schlimmsten Fall natürlich kann man ja dran sterben, wenn man natürlich auch je nachdem größere Mengen zu sich genommen hat. Wenn Sie sagen, teilweise war es gegart, teilweise war es ja roh, muss man halt dann abwarten, ne? Ja, wenn ihr euch wundert, warum das aufgenommen wurde, es war so, dass ich an dem Abend ein Coaching hatte und die Kamera alles schon fertig gemacht habe und die Kamera schon gelaufen ist, und ja, deswegen hat es alles aufgenommen. Ich habe das natürlich verfremdet und auch die Stimmen geändert, weil ja, man weiß ja nicht, ob denjenigen irgendwie das unangenehm ist. Ich glaube zwar nicht, aber sicherheitshalber. Ja, was war nun passiert? Also zum einen hat es mal wieder mir gezeigt, dass es doch ganz sinnvoll ist, auch meine Krankenversicherung immer noch zu haben. Einige lösen sich ja komplett und sagen, wir brauchen keine Krankenversicherung. Aber für mich wäre das sehr unklug, da ich halt doch hin und wieder mal etwas ausprobiere. Und was habe ich ausprobiert? Naja, ich habe probiert, rohe Bohnen zu essen. Und zwar sehr viel. Diese roten, trockenen Kidneybohnen, die man getrocknet kaufen kann, habe ich über 1,5 Wochen eingeweicht und habe sie dann gemixt und habe mir mit frischen Zwiebeln und Gewürzen leckere Klopse gemacht, die ich ganz kurz in den Kontaktgrill gemacht, dass die außen ein bisschen knusprig sind und innen noch die Rohmasse vorhanden war. Und ja, was soll ich sagen? Irgendeine Art Vergiftung, habe gar nicht recherchiert, was da Blausäure oder was das gewesen ist. Auf jeden Fall war ich das erste Mal in meinem Leben in einer Situation, die ich so nicht kannte. Und das ist, dass ich gekotzt habe. Ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal in meinem Leben gekotzt. Bisher ist mir das verwehrt geblieben, warum auch immer. Viele kotzen ja das erste Mal durch Alkohol oder andere Dinge. Da ich sowas noch nie konsumiert habe, ja, ist das wahrscheinlich nur logisch. Naja, auf jeden Fall, ich kann gut drauf verzichten, auf das Kotzen. War eine sehr unangenehme Erfahrung. Und ich habe zeitgleich, wo ich gekotzt habe, auch nicht mehr angehalten können, was den anderen Ausgang angeht, und hatte glücklicherweise noch eine Unterhose an, sodass nicht das ganze Bad befleckt gewesen ist. So war es, ja, mehr oder weniger nur die Unterhose, aber war trotzdem eine ziemlich blöde Angelegenheit. Ich war selber sehr, ich will nicht sagen abwesend, aber es war doch sehr, ja, es war irgendwie wie so einem Nebel. Also die Konzentration ging immer, war immer weiter als flöten gegangen. Ich habe dann das Coaching abgesagt, kurz vorher, weil ich dachte, ich bin einfach nur müde, und auf einmal ist mir so drehend geworden und ja, also wirklich einfach nur drehend, und dann kam eben das hier hoch, was ich nicht kannte. Und ich bin dann ganz schnell auf die Toilette gerannt und habe mich dann halt eben doppelt entleert. Ja, und in der Zeit hat Cecil den Notarzt gerufen, weil ich, während ich auf der Toilette lag, dann eben auch die Besinnung verloren habe. Und ja,
sie aber wieder gefunden habe und dann auch geschafft habe, mich ins Bett zu bewegen. Und ja, dort kam dann, was ihr gesehen habt, der Notarzt, die halt in allererster Linie, natürlich um sich abzusichern, mich ins Krankenhaus bringen wollten und das untersuchen, weil sie haben, habt ihr ja gehört, nachgelesen, dass ab 5 derartiger Bohnen da irgendwie eine Vergiftung sein könnte, aber das ist sicherlich auch immer so Sicherheitsmechanismen. Auf jeden Fall, ich habe schon echt viel, es war so eine ganze Schüssel rohe Bohnen gegessen und naja, das ist eben dann passiert und bin noch so ein bisschen am Wiederherstellungsprozess. Ich habe auch keine Videos jetzt gerade mehr da, außer noch ein Interview mit Fanny. Das ja, kann ich, werde ich sicherlich auch irgendwann bringen, aber jetzt werde ich, glaube ich, erstmal vielleicht ein paar Tage keine Videos bringen oder ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade noch immer mit dem Autothema noch zu tun. Dann eine ganz wichtige Sache, mein Buch. Da ist gerade Lektorat angesagt und ja, da muss auch wieder viel organisiert werden und noch ein bisschen verfeinert werden. Das Cover muss gemacht werden und ja, dass das Buch eben genauso ein Erfolg wird wie ja, auch die ersten beiden Bücher, obwohl dieses Buch eben eher in die Richtung geht eines wissenschaftlichen Buches, aber in dem Versuch, das wirklich einfach zu halten, so dass tatsächlich Wissen vermittelt wird und eben auch ganz genau gezeigt wird, woher kommt das Wissen, also die Studien genannt werden, um dass man dann wirklich ja, ein Buch hat, wo man sagt, okay, Makronährstoffverteilung ist für mich gut informiert, gerade High Carb, Low Carb und so weiter. Aber also ich habe jetzt gerade ziemlich viel und jetzt die gesundheitliche Situation mit dieser Vergiftung war halt auch nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz werde ich am Samstag zum Rohkost-Potluck teilnehmen und freue mich dann auch drauf. Der eine oder andere von euch wird vielleicht auch zugegen sein und ja, bin gerade so ein bisschen wieder dankbar, dass ich an diesem Leben partizipieren darf. Keine Ahnung, wie viel rohe Bohnen man essen muss, um zu sterben, aber ich glaube, so viel kann man gar nicht essen, weil ich habe schon sehr viel gegessen. Und nun ja, es ist passiert. Ihr habt, könnt das zu euren Akten legen. Rohe Bohnen sind tatsächlich ungesund. Fragt mich nicht, warum ich das gemacht habe. Fragt mich nicht. Ich probiere einfach gerne Dinge aus und ja, irgendwann wird mir das mal richtig zum Verhängnis und dann komme ich vielleicht nicht wieder zurück. Aber naja, ich kann es eh nicht ändern. Ich kann es eh nicht ändern. Und naja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, seid froh, dass euch hoffentlich gut geht und ja, wir sehen uns dann irgendwann in den nächsten Tagen wieder mit einem neuen Video von mir. Macht's gut, euer Christian.